nach der Kugel. Die Sehnsucht nach der silbernen Zauberkugel. Diese Sehnsucht riss mich ab und ich dachte, ich nehme sie mit in mein Grab. Hey, Zauberkugel, hey. Wann kommst du geflogen? Zauberkugel, hey, hey, hey. Wo ist der alte Mann mit dem wallenden Haar? Und ich tauchte tief im Meer, 10 Meter tief. Ich benutzte dafür eine Brille, die links und rechts aus Gummi war und am Gesicht luftdicht abschloss. Ich nehme das alles im Video auf, lass mal machen, das ist für YouTube was. Ich will da nicht runter. Guck mal, wie sich die sich anstrengt. Ich hab keine Zahl. Feige! 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 Ich hau ab. Das sieht so geil aus. In der blauen Lagune. Jawohl, Wolle, gib alle! Nordrhein-Westfalen. Ja, die Profis, die haben was für Erfahrung. Michi, machen wir nochmal, die Kamera war zu langsam. Einmal noch, komm Michi, einmal, da hast du es auf Video für deine Eltern. Meine Eltern, die erschlagen mich.
Ja, für dein Kind. Achtung! Einmal noch, die Dame. Meine Damen und Herren, 2-2 nach Steilpunkten. Das Team Meckenwolle bereitet sich auf den großen Showdown vor. Der Wasserfall der 24 Wassersprünge. Es hat bis jetzt nur einer lebend diesen Pfad durchquert. Der ist dann aber 2 Jahre später an Lungenentzündung gestorben. Jetzt liegt es an diesen beiden tollkühnen Männern. Jahrelang haben sie an ihrem Gummiboot geschraubt und gepustet. Und jetzt der große Moment. Ich weiß, ich kann mir gut vorstellen, wie das ist. Sie sehen die Paddel zittern, die Aufregung ist groß. Aber sie werden es wagen, und zwar rückwärts. Das hat noch niemand gemacht. Rückwärts. Sie nehmen Anlauf über den Seitenkanal. Was? Michi! Bitte, Patsch. Das hat mir noch keiner nachgemacht. Bitte, Patsch, liebt.